Jo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Wir sind hier bei diesem Weinhändler. Haben wir in der letzten Folge hier diese Golems, ich nenne sie mal Golems, Hammerer besiegt. Ach, so, was haben wir denn hier noch in dem Kapuff? Gar nichts, ne? Wir haben hier die Fragezeichen. Gut, wir haben hier noch Fragezeichen. Ich weiß nicht, ist das eine Idee wert? Was ist das eigentlich? Ach, das war die Ritterinsel. Da kommen wir aber noch nicht hin, ne? Da kommen wir aber noch nicht hin, hat er gemeint. Sollen wir die Fragezeichen noch machen? Komm, Scheiße. Freunde, dann machen wir noch die drei heute. In der Folge, vielleicht schaffen wir es und wir kommen doch noch ein bisschen weiter. Was ist jetzt? Jetzt dachte ich schon, das hängt wieder. Ja, ich sag's dir, Audacity momentan hängt es immer. Ich hoffe, ich kann es einigermaßen so hinbiegen, dass man es nicht merkt, dass ich da geschnitten habe. Wenn ja, tut es mir wirklich leid. Es ist nicht meine Absicht. Und es ist auch nicht den Anspruch, den ich selber immer auch an mich stelle. Ui, was ist das? Ach, Kruzifix. Denn meine Ansprüche sind halt dann doch in dem Sinne, dass es zumindest vom optischen, vom technischen qualitativ hochwertige Let's Plays sind. Spielerisch ist beim Franconia immer wieder andere Sache. So. Deswegen schwimmen wir jetzt mal schnurstracks darüber. Das sind schon wieder ein paar Tote, die uns verfolgen. Jetzt das Nordmond. Oh, nochmal ein leckeres Banditenlager. Komm, den kriege ich mal eine aufs Maul jetzt. Seid ihr für Stärke? A-Zeichen, ne? Das hat ja gut geklappt. Bist du hässlich? Nee, es wird echt nicht lange dauern, Freunde. Da schwingt er mit seiner Keule, hat er gewarnt. Nee, das wird nicht lange dauern, Jungs. Edgy Bitch, so. Du wagst es auf mich einzuhauen? Auf mich? Ja, auf dich, du Drecksack. Oh Gott! So, Edzettler. Edzettler. Erstklassiger Wein aus Beclair, Alter. Oh! Yes! Ach ja, wer nicht hören will, ne Jungs? Ihr kennt das Sprichwort. Der muss fühlen. So kann ich hier nicht meditieren. Ui, Befehle auf fleckigem Papier. Jesus na, Jesus na. Timon, hör auf, die Ladung rauszufischen. Eine Soffner reicht. Ich sende euch Go und Dot. Go und Dot. Die waren Perlentauch in einem Strafkolonne in Gemera. Bevor sie zu unserer Hand sich stießen, sie werden euch helfen, die Truhen raufzuholen. Wenn ihr das Zeug habt, kommt zurück in die Karaberta-Wald. Dort stoßt ihr zu Eimerick Bandwurms Leuten. Zusammen räumt ihr dann das Gelehrtenlager aus, Zelte, Vorräte. Ihr bringt alles, was ihr findet, zum Montcrane. Etwas Luxus auf Kosten der Akademie von Kastel Graubjörn
kommt uns sehr zu Pass. Versuch aber keine Schiffe mehr zu versenken, du Trottel. So, Besteigungseintrag, geil. Scolopendromorphe, der einzige Trost im Exil. Ich habe teuer für meine Fehler bezahlt. Dieses Exil, die Sehnsucht nach dem schönen Wüsten- und Steppen-Oquins. Oh. Ophir ist natürlich in diesem grässlich grünen Land mit seinen übertriebenen Gerüchten und Geschmäckern, von denen mir übel wird, füllt mein Herz mit Leid. Mein einziger Trost ist eine kleine Scolopendron-Kolonie. Scolopendron-Morphen für die Freunde der Wissenschaft. Ich nenne sie Tausendfüßler. Ach so. Sie leben in der Nähe meiner Hütte. Diese herrlichen Kreaturen erinnern mich an die Heimat. Gewiss haben sie sich hier angesiedelt, weil es hier Glumare gibt, von deren Kot sich kleinere Tiere ernähren. Die wiederum von den Skolopodren gefressen werden. Manchmal beobachte ich sie, wenn sie fressen. Ich bewundere ihre krummen Gliedmaßen, ihre prächtigen Kauwerkzeuge, die wie aus Eisen wirken, und ihre spiegelnden Chitinpanzer. Und Flugechsen im Lauf der Zeit. Viele Jahre lang hatte man fälschlicherweise geglaubt, dass eine Flugechse die höchste Entwicklungsstufe eines Swiffern darstellt. Ein Gelehrter, dessen Studienabschluss als eine Art Wunder gelten muss, vertritt diese These verhehmend in seiner wissenschaftlichen Arbeit, deren Titel ich euch gnädigerweise erspare und die wahrscheinlich durch ein Stipendium möglich war, der von sonst wem stammte. Seine Hauptbegründung lag in einer absurden und weit gefehlten Parallele zwischen den Entwicklungszyklen einer Flugechse und Piris Praxike, einem auch als großer Kohlweißling bekanntes Schmetterling. Eine Flugechse, so der Autor, ist nichts anderes als ein voll ausgewachsener Wiffern, der bereits Feuerdrüsen entwickelt hat. Was für ein Schwachsinn. Es muss ein für alle Mal gesagt werden. Calvin Hobbes ist und bleibt ein ausgemachter, ungebildeter Holzkopf. Eine Flugechse ist nicht dasselbe wie ein Wiffern, hat er gemahnt. Jo, warten auf Go und Dot. Sehr geil, neue Quest, Baby. Ach, und somit haben wir auch das Monsterlager hier geschafft. Cool, was. Wir schauen aber trotzdem hier uns nochmal im Bestarium. Eintrag. Wo haben wir es denn? Konstrukte, Hybriden, ne, war das doch? Harfdien, Sirenen, Sukuben. Ne, da ist nichts. Sukuben, Vampire. Dann haben wir die doch schon eigentlich alle, ne? Das Bestariumseintrag zugeführt. Die Tausendfüßler sind zum Beispiel Insektoide, glaube ich, ne? Genau, Riesentausendfüßler. Ja, in dem Sinne eigentlich nichts Neues. So, jetzt können wir meditieren. Und wir haben ja wenig Kohle. Jo, wir haben über 15.000 jetzt, oder? Das ist schön, das freut mich, hat er gemeint. So, ich möchte mich jetzt eigentlich nicht mehr auch großartig aufhalten. Sondern wir looten hier nur noch das, was geht. Befehl aus fleppigem Papier und Schlüssel. Geil. Timon, hör auf, die Ladung rauszufischen. Eine Soffner reicht. Okay. Philippelt, Bandwurm. Haben wir ja schon. Und dazu den passenden Schlüssel. Goldring. Jo, die haben hier gelebt wie die Könige. Jetzt hänge ich hier fest. So, da können wir doch noch was nehmen. Jo. Und da muss ich wieder aufpassen. Franconia ist nämlich gleich wieder überbelastet. So, aber hält uns nicht auf. 13 Kilo haben wir noch. Ja, komm, Freunde. Da nehmen wir den noch, hat er gemeint. Da nehmen wir den noch, hat er gemeint. Gute 200 Meter Entfernung, ey. Das ist doch auch nichts, Freunde. Das ist doch nichts. Ach, jetzt sind wir sogar hier. Leck mich fett. Das wollen wir schon ganz am Anfang dieses DLCs gesehen haben, eigentlich. Ich dachte zuerst, das ist eine Brücke, ne? Eine halb fertiggestellte Brücke. Ein Panzer. Edgy Badge. Entschuldige, mein Freund.
es tut mir leid, aber, ne? Du kennst die Spielregeln? Ne, kennt er natürlich nicht. Ach, das ist gar nicht so tief. Achso, ich dachte, da muss ich jetzt auch wieder rüberschwimmen. Okay. So, wir gehen mal ins Inventar, denn da haben wir doch wieder einiges an Rüstungen. Vielleicht können wir da was gebrauchen. Nee, nee, nee. Nee, 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 hat er gemeint. Nee, nee. So, Questgegenstände. Ja, natürlich diese ganzen Ringe. Die werden wir auch, denke ich, auch wieder gut verkaufen können. Uiuiui, ich Vollpfosten. Mein Schwert, ne? So, kritischer Treffer, Bonus und Chance und Rüstungs. Okay. Mal schauen, was wir haben hier. Chance auf Bluten, einfrieren. Chance auf Betäuben. Ja, das ist alles gerade nichts irgendwie. Chance auf Daumen, Chance auf Vergiften, Angriffskraft, Chance auf Betäuben. Wir noch mal eine Rüstungsdurchbohrung rein. Zeichenidentität, naja, Chance auf Einfrieren. Adrenalingewinn, Rüstungsdurchbohrung. Sollen wir Chance auf Betäuben machen? Was soll der Geiz? Was soll der Geiz, hat er gemeint. So, und es sieht schon wieder aus, dass es wieder ein Monsterlager sein wird. Ich schau mal mir hier die Sache von oben an. Ein Monsterlager, Banditenlager. Aber es ist, glaube ich, ein Monsterlager, ne? Personen in Not, hat er gemeint. Ui, wie viel sind es? Hey, Pfeil und Bogen, Hoshi! Jeder das, was er verdient, Jungs. Jeder das, was er verdient, hat er gewohnt. Keine Sorge. Wir werden ihn jetzt unterfinden. Töten wir! Morden wir! Verflucht! Umzingelt ihn doch! Ja, umzingelt mich doch, Jungs! Ist das so schwer? Ist das so schwer, Männer? Uiuiui. Heute kommt der Tod, ich hole ihn. Scheiße, ich bin ganz schnell. Oh, ja. Du hast ihn umgebracht. Au. Scheißkerl. Bastardos. Bastardos. Na, Jungs. So, was? Probieren wir es mal mit Feuer, Jungs. Wir sind vier. Komm schon, Mädels. Wer bittet niemals um Verzeihung, manipuliert die Oscar-Verleihung. Bier! Erstklassige Rüstung, mein Freund. Du hast ihn umgebracht.
du Scheißkerl! Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Ja, Jungs, es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben, mein Freund. Oi, Freunde der Sonne, Freunde der Sonne. Nein, nein! Wieso bin ich nicht so ausgewichen? Nein, wieso bin ich nicht so ausgewichen? Ach. Das ist jetzt doof. Wieso bin ich nicht so einfach ausgewichen? Ich hatte den voll unter Kontrolle, den Typen. Ah, gewinne Pferderennen, yo. So, entschuldige. Das Geräusch, das war jetzt meine Wasserflasche. Na, ich bin nicht so wie Geralt, dass ich da einen Wein nacheinander hinterkipp. Oh, jetzt dürfen wir die ganzen Jungs nochmal machen, ey. Ach Gott, oh Gott. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt dürfen wir die alle nochmal machen. Aber ist okay, wir waren ja gut dabei. Ist ja nicht so, ne? Einfach immer schön in Bewegung bleiben, dann passt es schon. So. Fuck, jetzt laufe ich genau darüber. Kruzifix. Scheiße. Ja, ich kann im Wasser nicht. Ich wollte es mal probieren. Ob ich das kann, ging aber doch nicht. Okay, aber jetzt. So, dann schnappen wir nochmal. Sorry, Freunde, aber das muss sein. So, Rüstungsdurchbohrung, haben wir das rein. Und dann noch Chance auf Verbrennen, jo. 5% gestiegen, jetzt Gnade, den ich Gott, den Jungs. Komm, wir machen mal das Brennen. Bestimmt nicht schlecht. Hey, Personen in Not. Auf ihn, Männer! Erteilt ihm eine Lektion! Ojojo, jetzt gibt's hier aber eine auf die fetten Nüsse hier. Du wirst es nie lernen. So, bei Majoran. Freunde, ihr wisst nicht mal, was Majoran ist. So. Es werden ein paar Knackfotzen verteilt, Freunde. Aber so, dass du nichts mehr brauchst, Kollege. Hey Jungs, guck mal, was ich drauf hab. Da jetzt explodiert, Alter, jetzt brennt das alle. Alter, weg da, weg da, weg da. Nein, wieso, wieso? Alter Schwede, das darf doch nicht wahr sein. Wieso denn? Wieso denn? Boah, es hat doch gut geklappt, Freunde. Es hat doch gut geklappt. Hier ist das nah. Es war doch nicht so schlecht.
Mann, ich sag's dir. Okay, aber jetzt höchst motiviert greift der Franconia wieder an. Ladebildschirm, siehst du, ich hätte es jetzt auch noch wieder rausschneiden können. Okay, das nächste Mal schneide ich es raus. Machen wir es so. Das nächste Mal schneiden wir es raus, hat er gemeint. Nein, jetzt ist es schon wieder so tief. Aber das Ding auch verbrennen, das war schon nicht schlecht, ne? Das war schon was Feines, hat er gemeint. Okay. Ups, nein, darüber wollen wir. Und ich hab doch so viel Zeug von dem, ne? So, wir rüsten uns mit dem aus und dann haben wir gesagt, Chance auf Bluten. Komm, haben wir die Chance auf Bluten auch noch rein. Dann haben wir hier noch die Tränke, da hilft doch auch was, ne? Vergiftung. Vitalität. Gabelschwanz, Angriffskraft, Wirkdauer, Vergiftung, Zeichenintensität. Die ist nicht schlecht, ne? Gabelschwanz absurd. Ich bin gespannt, was er kann. So, meditieren natürlich noch eine Runde. Und dann sind wir doch mal gespannt, was dieser Gabelschwanz Kogo hat gemacht. Schneller weg. Scheiße, Überraschungsangriff wieder verpasst. Hey, mein Freund. Linkes Wieseltier hat er gemacht. Ich glaube, mein Dackelwix hat er gemacht. Das wird ja nicht lange dauern. Okay, einen haben wir schon von euch. Verdammt. Alter, was ist das für geile Move hier? Wenn ich jetzt mal anfange, dein Toupet zu durchlöchern. Von links an. Blitzen. Von links hat er gemacht, der Junge. Der Lackaffe tatsächlich da hinten. Hey, was fällt denn dir eigentlich ein, hat er gemeint. So, da war doch noch einer, ne? Gedankenbeeinflussung, Alter. Hey, Kumpel. Komm schon, Mädels. Ach, da war einer. Du hast ihn umgebracht. Du Scheißkerl. Zauber. Ich liebe meinen Beruf. Jungs, wie viel seid ihr noch, ey? Oder was da, was Sache ist, Alter. Da ist tatsächlich noch so ein Doldi mit dem.
Ja, Brüder! Morden wir diesen Fressack! Echt, hab ich den? Scheißkerl! Dann pass auf, was ich mit dir mache! Ich auch. Guck mal, was ich hab. Yeah! Geiler Move! Yes! So, Krone, jetzt wird's vermutlich auch wieder so hinauslaufen, dass ich gleich wieder überbelastet bin, Freunde. Ich entschuldige mich schon mal dafür. Wir können aber meditieren, eine Runde. Okay, 10 Kilo habe ich noch, die haben wir aber gleich. Die 10 Kilo haben wir gleich. Hier war ein ordentliches Gemetzel, ne? Warte mal, hier liegt noch einer. Ist hier oben noch einer? Nein, überbelastet. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt, Freunde? So, nee, wir machen gleich unser Schwert. Hier haben wir noch was, jo. So, gibt es hier noch was? Da drüben vielleicht? Nein. Okay, also großartig. Viel haben die hier verahnt, ne? Zur Sau-Ritterrüstung, schön. Ah, schau einer an, haben wir hier noch was? Jo. Fläschle, rikanische Schnaps. Färbemittel, kennst dich aus, hat er gemeint. Endlich mal was zum Essen. Und lauter Geplänkel. So, dann nehmen wir natürlich noch diese Quest hier auf. Käfigschlüssel. Ernest Kritzlers Tagebuch. Das lesen wir uns mal durch. Ernest Kritzlers Tagebuch. Bei meinem Arsch. Heute saufen wir, bis alles leer ist oder wir unter den Tischen liegen. Vier Finger hat uns beim Deliver Pass das Lager aufschlagen lassen. Damit wir nicht vor Langeweile durchdrehen, sind wir zu einer kleinen Erkundung aufgebrochen und sogleich über eine Händlerkarawane gestolpert. Leider haben wir uns ein wenig hinreißen lassen. Anstatt die Fettsäcke zu fesseln und zu knebeln, haben die Jungs ein paar Pfähle aufgespießt und sie draufgesetzt. Eieiei. Das war Knochenarbeit, hatte aber großen Spaß gemacht, den uns kein Kimming-Knutscher mehr nehmen kann. Sie hatten auch einen dünnen Rotzbengel dabei, den haben wir uns für später auf. Das Beste. Die Wagen waren randvoll mit vorzüglichem Wein, der uns anbettelte, ihn in unsere Kehlen zu gießen. Natürlich haben wir Wachen eingerichtet, also besaufen sich nicht alle gleichzeitig, das ist nur vernünftig. Mein vertrottelter Alter sagte immer: Junge, am wichtigsten ist es, dass dir dein Beruf gefällt. Wenn du ihn magst, bist du glücklich. Der Schwaffkopf war Zimmermann. Ich habe keine verdammten Ahnung, was er daran tat. Er fand auf Holz herumzuklopfen. Aber scheiß auf ihn. Er hat den Löffel schon vor langer Zeit abgegeben. Würde er noch leben, würde ich ihm das schreiben, Papa. Meine Arbeit gefällt mir. Und wie? Und danke, dass du mich lesen und schreiben gelehrt hast. Denn so kann ich dir sagen, dass du dir deine Ratschläge hinstecken kannst, wo die Sonne nicht scheint. Am Arsch! Geil, sehr schön, ich freue mich. Dann hätte ich gesagt, geh mir ins Inventar. Wow, aber richtig haben wir da, richtig. Ui, Tresorstahlschwert plus 8. So, was haben wir da? Minus 5, schade, schade, schade eigentlich. So, bam. Und nochmal bam, hat er gemeint. 79, ja, das könnte man noch. Können wir da noch einen. Und hier können wir noch einen machen. Sehr schön.
So, trinket und esset, hat er gemeint. Apropos, das könnten wir eigentlich gerade machen. Nein, ich wollte doch nochmal rein hier, hat er gemeint. So, Handwerker bzw. Alchemiezutaten. So, und jetzt befreien wir mal den guten Mann da wieder. Bevor es keinen Morgen mehr gibt. Hey, mein Freund. Du hast mein Leben gerettet. Danke. Wenn du was brauchst, ich bin im Basilisk. Im Basilisk? Was ist eigentlich das für eine Höhle, Kollege? Jetzt haut der Trottel ab. Naja, liebe Freunde, wir machen hier eine kleine Pause und dann erkunden wir morgen diese kleine... Obwohl, wenn das nichts Schlimmes ist, ne? Also sprich, wenn wir hier nur, ne? Wenn wir hier nur Zeug finden, jo, silberne Teekanne. Komm, was, das looten wir jetzt dann auch geschwind. Ja, die haben ja einfach hier Lager. Die haben ja einfach hier Lager. Da geht's aber auch richtig tief rein in die Schlucht. Aber solange jetzt hier wirklich kein Monster auf uns warten, ist es doch, denke ich, okay. Na, da wird der Raum schon größer. Nee, doch nicht. Ui, da geht's auch noch. Da ist auch noch ein Eingang. Ui, wo kommen wir hier raus? Ach, da haben die Lumpen tatsächlich noch das ein oder andere Versteck gehabt. Lohngrube. Zwergenschmiedewerkzeuge. Sehr geil. Abgenutzte Lederbalk, Bärenfell. Sehr schön, kommt das Feuer, können wir ausmachen. Aber wie cool das hier ausschaut. Wir sind hier, ne? Genau da unten ist der Eingang. Sind wir jetzt nach oben gelaufen? Man weiß es nicht. Komm, wir laufen mal runter. Hui! Müssten wir hier wieder hier rauskommen jetzt, ne? Jo. Okay, nee, dann hat sich ja gelohnt, dass wir das jetzt noch hier gemacht haben. Ui, sehr schön. Jo, liebe Freunde, dann hätte ich gesagt. Genug Arbeit für heute. Ich rufe meine Plätze. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder morgen zu The Witcher 3. Danke, Servus, euer Frankonia.